Vergangenes Wochenende war es endlich mal wieder schön und jetzt wird es Zeit, die Frühlingsblumen zu pflanzen, damit unsere Terrasse und der Balkon so richtig schön wird. Ganz besonders bieten sich dafür Blumenkästen an und wie die genau bepflanzt werden, das weiß unser Gartenexperte Stefan Reisch von der Blumeninsel Mainau. Viel Spaß mit einer neuen Folge unserer Gartenfreunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen üppigen Balkonkasten bepflanzt. Dazu benötigen wir natürlich den Balkonkasten oder Töpfe, funktionieren ebenso wie ein Kasten. Dann eine Blumenerde für Beet- und Balkonpflanzen. Einen Langzeitdünger, das auch gewährleistet ist, dass die Pflanzen für einige Monate mit Nährstoffen gut versorgt sind. Das hier vor mir, vor dem Kasten, sind jetzt alles Pflanzen, die für die pralle Sonne geeignet sind. Petunien, Vanilleblume. Und hier auf der Seite sind Pflanzen, die eher für den Schatten geeignet sind. Begonien, fleißige Lieschen, Fuchsien. Als erstes wird der Blumenkasten mit Erde gefüllt. Eine Erde für Beet- und Balkonpflanzen. Es gibt da verschiedene Erden. Prinzipiell ist eine Qualitätserde sehr gut. Also nicht irgendeine Erde verwenden. Und jetzt den Kasten ungefähr bis oben an die Kante mit Erde befüllen. Glatt streichen und wenn es dann eine unaufgedüngte Erde ist, dann noch mit Langzeitdünger versorgen. Das sollte einfach ein Mehrnährstoffdünger sein mit einem ausgeglichenen Düngeverhältnis Stickstoff, Phosphor, Kali und dann nach Packungsbeilage die Menge verwenden, die einfach draufsteht, um sicherzugehen, dass man nicht zu viel oder zu wenig Dünger erwischt. Wenn der Kasten mit der Erde dann gut vorbereitet ist, die Pflanze nehmen, vorsichtig austopfen, mit der Hand eine kleine Vertiefung graben, Pflanze einsetzen und gut mit Erde ringsherum anfüllen und leicht andrücken, dass sie einfach einen guten Bodenkontakt hat. Nach vorne dann eher die hängenden Pflanzen, wie hier diese Petunie. Wichtig ist auch, dass die Erde nicht zu hoch angefüllt wird, dass gewährleistet ist, dass man Gießrand hat. Bedeutet einfach, dass nicht bei jedem Gießen die Erde überschwappt über den Kasten und gegebenenfalls dann vom Balkon runter tropft. Ganz wichtig, die Pflanzen alle gleich anzugießen, damit sie zwischendurch nicht in irgendeiner Weise Trockenheit erleiden. Also richtig gut durchgießen, da das Substrat am Anfang etwas trockener ist und sich erstmal richtig vollsaugen muss. Damit der Kasten dann auch den ganzen Sommer blüht, wirklich bis in den Herbst hinein, ist ganz, ganz wichtig, die Pflanzen immer auszuputzen. Bedeutet, verwelkte Blüten auszubrechen, dass ständig neue Blüten nachkommen. Und wenn man es eben sehr üppig möchte, nochmal nachzudüngen in flüssiger Form. Und dann steht einem blütenreichen mediterranen Sommer bei Ihnen zu Hause auf der Terrasse oder dem Balkon nichts mehr entgegen.